So, Freunde, heute Special Edition Gain Like a Boss, Get to Workout mit meinem Mann Maggio. Wir sind hier in Duisburg. Als ich damals noch kein Geld hatte für Fitnesscenter, bin ich oft hier hingekommen. Und das ist so ein richtiges US Army Training. Weißt du, was ich meine? So sieht's aus. Es gibt keine Entschuldigung mehr für alle, die keine Kohle für Fitnessstudio haben. Macht uns einfach nach. Let's go. Sollen wir los? Los. Animationsfeld, der Bizeps hat ein eigenes Gravitationsfeld. Yeah, das ist Ghetto Workout, Ghetto Workout, Ghetto Workout. Die Muskeln sind am Brennen, das Shirt ist durchnässt, doch Schmerz ist Lappenhaftigkeit, die den Körper verlässt. Das ist Ghetto Workout, Ghetto Workout, Ghetto Workout. Du bist anders als die anderen, weil du Ziele verfolgst. Siehst den Erfolg, Schritt für Schritt blickst in den Spiegel voll Stolz. Es gibt keinen Rückzug, kein Ausweichen. Yeah. Besessenheit ist ein Begriff, mit dem die Faulen die Tüchtigen beschreiben. Niemals aufgeben, aufstehen, rausgehen, die Faust heben. Eines Tages dann wie eine Maschine aussehen. Lass die anderen lachen. Du musst das tun, was die anderen nicht tun, um zu schaffen, was die anderen nicht schaffen. Bring den Körper jetzt in Form. Der einzige Ort, wo Erfolg vor Training steht, ist im Wörterlexikon. Noch 3 Raps löst dich von der Schwerkraft. Yeah, was dich nicht tötet, macht dich härter, macht dich größer, macht dich stärker. Harte Schläge in die Magengegend. Keine Droge dieser Welt setzt so viel Endorphine frei wie hartes Training. Drum hör auf mit dem Schund. Wenn der Alltagsstress dein Kopf fickt, geh da raus und pump. Fertig, aus und Punkt. Körperbau wie ein Zeichentrick, Animationsfeld. Der Bizeps hat ein eigenes Gravitationsfeld. Yeah, das ist Ghetto Workout, Ghetto Workout, Ghetto Workout. Die Muskeln sind am Brennen, das Shirt ist durchnässt, doch Schmerz ist Lappenhaftigkeit, die den Körper verlässt. Das ist Ghetto Workout, Ghetto Workout, Ghetto Workout, Ghetto Workout. Blutige Tränen und Schweißtropfen, fick alle weg wie beim Thai-Boxen. Stell deine Muskelpakete, wer vor diesen Hater nimmt es mit dir auf. Maximal kontrahierende Muskelfasern, Pump bis zum Platz in der Bizepsader. Eiserne Disziplin an jedem Tag in der Suite, das ist Ghetto Workout. Yeah, das ist Ghetto Workout, Ghetto Workout. Form deine Physis, das ist Ghetto Workout, Ghetto Workout. Trainier deine Psyche, das ist Ghetto Workout, Ghetto Workout. Medizin für dein Ego, das ist Ghetto Workout, Ghetto Workout. Geh da raus und pump. So, Bruder, gutes Workout. War richtig gut, ne? Auf jeden Fall, Ghetto Workout. Leute, alle nachmachen und natürlich nicht vergessen, nach dem Training immer ein Post-Workout-Supplement, ja? Und komm mir nicht mit deinen Eiweiß-Shakes an. Ich gebe dir heute mal was Richtiges, wie man das bei uns in Kanada macht. Einen schönen Klumpen Bärenfleisch, mein Freund. Das ist echtes Bärenfleisch drin, oder was? Das ist echtes Bärenfleisch aus Kanada. Grizzly-Bär? Ist 1000-mal besser als die ganzen Proteinshakes, die du da mal reinballerst. In diesem Sinne, guten Appetit. Dir auch, danke schön. Mmh. Das schmeckt. Ja? Schmeckt gut. Ja. Geh da raus und pump!